Seit 4 Jahren kämpft der Vater ohne Sorgerecht für einen Umgang mit seinem jetzt 7-jährigen Sohn vor Gericht. Auf der Suche nach Informationen zu seinem Problem hat er im Internet Betroffene gefunden, denen es ebenso geht wie ihm. Ich habe viele Väter auch kennengelernt, die mittlerweile aufgegeben haben. Die Väter kämpfen gegen Windmühlen. Jeder glaubt, er ist alleine. Aber es gibt sie zu Hunderten. Mittlerweile zu Hunderten habe ich hier Leute kontaktiert und bin auch dabei, weiter Leute zu treffen, denen das gleiche Schicksal widerfahren ist wie mir. Mike Hese hat sich noch vor der Geburt des Sohnes von seiner damaligen Partnerin getrennt. Die Vaterschaft erkennt er an, Sorgerecht bekommt er keines. Die Mutter heiratet einen anderen Mann. Und diesen hält Heses Sohn seit nunmehr 7 Jahren für seinen Vater. Seit 4 Jahren hat auch der Banker wieder eine neue Familie. Seine Lebensgefährtin bringt 2 Kinder mit in die Partnerschaft. Die beiden heiraten. Dass es nicht einfach ist, sich zu trennen, wenn Kinder mit ihr sind, weiß Sonja aus eigener Erfahrung. Sie hat eine Scheidung hinter sich, hat aber den Kontakt zum Vater ihrer Kinder nie abgebrochen. Ich habe mit meinem Ex-Mann ein Kind bekommen, 2 Kinder bekommen. Und bloß weil ich das Kind auf die Welt gebracht habe, ist es ja nicht mein Kind, es ist unser Kind. Er ist der Vater, ich bin die Mutter. Und so ist das bei allen Eltern. Und ich weiß nicht, wie man da andere Einstellungen haben kann. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sonja möchte, dass ihre beiden Söhne aus erster Ehe richtig Kontakt haben. Unter der Woche leben sie bei der Mutter und bei Mike Hese. Jedes zweite Wochenende sind sie bei ihrem Papa. Mit Anstrengungen von allen Seiten funktioniert diese Patchwork-Familie. Doch solche Regelungen sind keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich ja letztlich nicht von meinem Sohn getrennt, ich habe mich von der Mutter getrennt. Und dass die Mutter am Ende Paarbeziehung und Elternebene nicht auseinanderhalten kann, das konnte damals keiner erkennen. Dass es so kommen würde, wie es kam, der kann in die Zukunft schauen. Im Nachhinein würde ich vieles anders machen, aber mit Sicherheit die Trennung von meiner damaligen Freundin war richtig und korrekt. In den letzten 4 Jahren hat der 42-Jährige seinen Sohn ein einziges Mal getroffen. Ohne Zustimmung der Kindesmutter besuchte er ihn vor einem Jahr an seinem jetzigen Wohnort. Früher, als sein Sohn noch in Frankfurt lebte, durfte der Bankkaufmann ihn regelmäßig sehen. Aber nie ganz alleine. Und vor allem nicht als Papa. Seinerzeit habe ich den groben Fehler gemacht, dass ich mich meinem Sohn gegenüber nicht fortlaufend als Vater präsentiert habe. Ich war der Mike, für mich war das zunächst nichts Schlimmes. Erst als ich den Umgang ausweiten wollte und man mehr oder weniger gesagt hat, ein Mike kann hier keinen Umgang ausweiten, da fiel ich wie aus allen Wolken. Inzwischen geht sein Sohn in die Schule und weiß noch immer nicht, dass Mike Hese sein Vater ist. Je länger das so bleibt, desto schwieriger wird die Situation. Ich persönlich bin der Meinung, dass das mit dem Umgang mit meinem Mann und seinem Sohn niemals was wird. Weil die Frau einfach schon vor 4 Jahren verweigert hat, ihm das zu erzählen, wer der Vater ist und nicht wollte, dass er Umgang hat mit dem Kind, zumindest nicht alleine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird. Doch den Sohn einfach aufzugeben, das kann der gebürtige Gießener nicht akzeptieren. Er möchte nicht, dass der Schüler weiter mit einer Lüge leben muss. Deswegen fährt er nach Süddeutschland, um seinen Sohn zu treffen und Fakten zu schaffen. Heute ist der Tag nach fast 4 Jahren Gerichtskampf, erstinstanzlich ohne Erfolg, wo ich die Aufklärung meines Sohnes in die eigenen Hände nehmen muss. Eigentlich sollte eine Kinderpsychologin den Jungen aufklären. Doch bis zu diesem Zeitpunkt ist nichts passiert. Für sein Kind da sein dürfen, das möchte auch Mike Hese. Mittlerweile ist der Banker in München angekommen. Sein Sohn geht nach dem Unterricht in den Hort. Nur wenn er den 7-Jährigen alleine dort antreffen sollte, kann er in Ruhe mit ihm sprechen. Das ist die Schule meines Sohnes. Hier könnte heute der Tag sein, wo ich ihm sagen muss, dass ich sein Vater bin. Schaden möchte der 42-Jährige seinem Sohn durch diese Aufklärungsaktion nicht. Möglichst kindgerecht will er daher das Gespräch mit ihm gestalten. Die anstehende schwierige Situation hat er sich gründlich vorbereitet. Das würde ich meinem Sohn gerne geben. Das ist die Erinnerung an die ersten 3 Jahre. Da habe ich sehr viel Fotomaterial. Das zeigt alle unsere gemeinsamen Begegnungen, oder die meisten zumindest. In den ersten 3 Jahren die Geburtstage.
mit der Familie, mit den Schwestern, mit den Onkel und Tanten. Das ist ein Teil der Geschichte meines Sohnes, was ihm von heute auf morgen genommen wurde. Gleich, Mike Heses schwierige Mission. Ob der ledige Papa seinem Sohn heute endlich sagen kann, wer sein Vater ist? Käse möchte heute endlich seinen Sohn aufklären. Bis jetzt hält der Junge einen anderen Mann für seinen Vater. Hallo. Guten Nachmittag hier. Mike Käse hat Glück. Sein Sohn ist da. Ja, da hinten. Dort sitzt er. Der Siebenjährige spielt auf dem Bolzplatz. Bei ihm ist ein Betreuer. Eigentlich soll eine Kinderpsychologin den Jungen aufklären, aber Mike Käses Geduld ist am Ende. Soll ich seinen Erzieher mal herholen? Ja, aber ohne den... Also ohne ihren Sohn. Bei Gelegenheit, ne? Kurzfristig ändert Hese seinen Plan und beschließt erstmal den Erzieher alleine zu sprechen. Haben Sie keine Anweisungen, wie meine Person betreffend? Ja, Sie dürfen ihn nicht sehen, das weiß ich. Das stimmt. Sie dürfen ihn auch nicht abholen, das weiß ich auch. Ja, das stimmt. Sehen, ja. Ich sollte ihn nicht kontaktieren. Ich will es mal so frei formulieren. Es bestand eine gerichtliche Kontaktsperre bis zum 28. Februar diesen Jahres. Und bis dahin sollte mein Sohn eigentlich endlich mal die Wahrheit erfahren. Ja. Bedanke mich fürs Gespräch. Gern geschehen. Geh doch mal so rum und guck doch mal letztes Mal nach hinten. Ich habe es ihm nicht gesagt. Die Möglichkeit bestand nicht. Er war weit weg. Für mich war im Grunde genommen kein Zukunft möglich. Das Album selber konnte ich aber einem Betreuer zeigen, der sich sehr um meinen Sohn kümmert, das habe ich erfragt in dem Moment, der kam dann zu mir und habe dem Betreuer mitgeteilt, dass ich dieses Album in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen meinem Sohn gerne übergeben möchte, habe sie mir gezeigt, habe ich dokumentiert. Mike Heses Wunsch erfüllt sich, wenigstens zu einem Teil. Am 2. Juli hat der Siebenjährige durch die Kinderpsychologin erfahren, wer sein Vater ist. Mike Hese wurde zu diesem Gespräch nicht hinzugezogen. Gesehen haben sich Vater und Sohn seitdem noch nicht.